Die DTM gastiert an diesem Wochenende in Oschersleben. Für den Führenden in der Gesamtwertung Mike Rockenfeller und Eduardo Mortara geht's aber erstmal nicht auf die Rennstrecke, sondern auf den Acker. Die DTM-Challenge Mähdrescher fahren. Boah, Wahnsinn. Und wie groß das Schneidwerk ist und so. Ich glaube, das ist so das Größte, was Klaas auch zu bieten hat, was sie hier aufgefahren haben. Also die richtigen Spielzeuge für uns. Rocky, der schon als Kind Erfahrungen als Landwirt sammeln konnte, nimmt gleich das Zepter in die Hand und zeigt Edo, wie so ein Mähdrescher funktioniert. Hiermit fährst du, guck. Das ist alles. Vorwärts, rückwärts. Hier kannst du das Rohr, kannst das Ding ausfahren, wo das Korn rauskommt. Das wird bei der heutigen DTM-Challenge aber nicht benötigt. Die Audi-Piloten müssen einen Parcours aus Strohballen fahren, dann das Schneidwerk aufnehmen und damit so schnell wie möglich zurück ins Ziel. Aber es fährt einer von euch mit, ne? Oder nicht? Also ich meine, ich kann das alleine, aber ich habe halt ein bisschen Angst für ihn. Über 500 PS jagen die beiden nun über den Acker. Rocky rechts im Bild, Edo Mortara links. Zu Beginn sind die beiden DTM-Piloten noch gleich auf, aber schon am zweiten Strohballen hat Rocky einen kleinen Vorsprung rausgefahren. Rocky rangiert schon am Schneidwerk, als Edo noch auf der Anfahrt ist. Jetzt ist Geschicklichkeit gefragt. Mit ganz viel Zungenspitzengefühl dockt Rocky an und kann seine Führung sogar noch ausbauen. Auch die Unterstützung vom Profi nützt Edo nichts mehr. Komm aber langsam, oder? Weit abgeschlagen kommt er letztendlich ins Ziel. Rocky führt derweil schon einen Plausch mit seinem Begleiter. Wow. You know, I was like full shot and I could see your finger that was going away. We put a bit more. Fucking hell, you so you hear that? You've got it on tape. Show me, you've got it on tape. Natürlich, Mike war viel besser als ich, aber er hat schon Erfahrung. Und aber für mich etwas Neues und das Beginn von einem gutes Rennenwochenende, ich hoffe. Besonders wichtig ist das natürlich für Rocky mit der Meisterschaft im Blick. Klar, die Meisterschaft, jetzt sind noch drei Rennen, ist möglich grundsätzlich und ich habe einen guten Vorsprung, der kann aber auch schnell wieder weg sein, also von daher ganz entspannt, gutes Qualifying, gutes Rennen und dann schauen wir mal, was die Punkte danach sagen. Auf dem Acker konnte Rocky seinen Vorsprung solide ins Ziel bringen. Vielleicht ist es ja ein gutes Omen für die Meisterschaft.